Merwin, du hast gesagt, die Modifikation des Sprungtors ist fertig. Wie sieht sie genau aus, die Modifikation? Generator ist jetzt auf großes Schiff verbaut. Du können jetzt Zielort frei bestimmen. Das hört sich gut an. Wie weit bist du mit der Baronium-Minenproduktion? Ich habe das Gefühl, dass es langsam dringend wird, den Schutzgürtel um unser Sonnensystem zulegen. Merwin, Lucy, Craig haben neue Sonde für Replikation gebaut. Sonde wird in Sektor geschickt, beginnt dort zu arbeiten. Merwin? Hast du dir meinen Vorschlag wegen der Raumbasis schon genauer angeschaut? Ja, Merwin hat, mit Lucy, machbar ist. Das ist eine gute Nachricht. Ich danke euch beiden. Ach, keine Sache ist. Destroyer Durox befindet sich auf dem Weg zu Quadrant G. Admiral der Flotte an die planetare Verteidigung. Die Quert etabliert den Minengürtel beim Neptun. Hier spricht Captain Beatrice von der planetaren Verteidigung. An die gesamte Flotte, tiefen Sonden melden, dass ein Soxas Mutterschiff den Nebel in Richtung Erde verlassen hat. Krog, taktischer Zustand? Es ist nichts auf den Scannern. Nicht einmal eine Restenergiesignatur. Ich empfange lediglich ein für diesen Sektor ungewöhnliches Rauschen. Suron, können Sie den Ursprung ausmachen? Es kommt von überall. Ich kann keine Position bestimmen. Wir erreichen in 1,5 Dorsek das Solarsystem. Der Bestand wird sich wieder erholt haben. Ich rechne mit einer guten Ernte. Aussetzen der Baronium-Minen.
bislang unerforschten, weit entfernten Galaxie bleibt die gewaltige Explosion von Baronium nicht unbemerkt. Diese unglaubliche Erscheinung weckte das Interesse einer uralten Spezies, von deren Existenz bisher rein gar nichts bekannt war. Ich konnte eine plötzliche Konzentration von synthetischem Baronium in der Galaxie CFH7 feststellen. Gerade als ich nachsehen wollte, ob die Messergebnisse durch eine Unbekannte verfälscht werden, gab es eine Baronium-Explosion. Offenbar ist die Spezies, die in der Galaxie CFH7 ansässig ist, urplötzlich aufgestiegen. Diese Annahme halte ich für falsch. Um Baronium künstlich herzustellen, bedarf es gewaltigen Energiemengen. Bei meinem letzten Besuch in der Galaxie CFH7 war die dort lebende Spezies nicht einmal in der Lage, die sie treffende Energie von ihrem Zentralstern auszubeuten. Elias, dann musst du noch einmal in die Galaxie CFH7 reisen. Sollte diese Spezies aufgestiegen sein, müssen wir es wissen. Alana, ich werde mich gleich auf den Weg machen. Alana, die Galaxie CFH7 wird von einem Baronium-Minenfeld geschützt. Ich habe Rückstände eines explodierten Mutterschiff der Spezies Kudoika-98CO2 erfasst. Die Spezies von Galaxie CFH7 schützt sich durch ein Baronium-Minenfeld vor Übergriffen.